Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video. Und heute will ich euch mal ein Spiel zeigen, das wahrscheinlich alle kennen, ist ja klar. Und zwar Ghost Recon Wildlands ist der Vorgänger von Ghost Recon Breakpoint, glaube ich. Ja, das will ich natürlich auch noch spielen. Aber gerade bin ich so gefesselt an Ghost Recon Wildlands. Es ist halt so ein Third-Person-Shooter, wo man halt hier in Bolivien die ganzen Kartelle ausschalten muss. Also man muss hier so den Oberboss El Senor besiegen und da muss man halt diese vier, Leitungen ausschalten, sag ich mal. Also Sicherheit, Schmuggel, Einfluss und Produktion. Ihr seht schon, ich habe die Kampagne schon durchgespielt. Ja, es gibt hier noch welche, die übrig geblieben sind. Da werden wir jetzt auch einen davon machen in diesem speziellen Video. Und mal gucken, ich habe eigentlich auch Lust, dieses Spiel noch zu Let's Playen. Aber erstmal so ein First Look für euch. Übrigens, man kann auch die Charaktere hier alle anpassen. Und ich habe sie wirklich so gestaltet wie so ein Marine-Soldat. Also, wir sind alle Marines. Los, Marines. Wir fliegen jetzt auch los. Let's go. Ziemlich viele Blinklichter und Knöpfe hier drin. Genau. Also meine Teammates sind Holt, Weaver und Midas. Und jetzt werden wir erstmal uns Informationen herausfinden, damit wir eine Mission bekommen. Und hier kann ich euch direkt mal das Gameplay zeigen, weil das ist eigentlich ziemlich umfangreich, als man denkt. Also ich habe einmal eine ganz normale SMG. Diese Mausoleen sehen neben den anderen geradezu niedlich aus. Sie bauen sie für ihre Buchones. Ich habe genug Ego, um zu sagen, dass ich sowas auch will, wenn ich tot bin. Was bist du, ein Seer? Ich kenne nämlich keine Profis, die sowas wie das hier brauchen. Wir sind auch Seals. Also ich habe hier eine ganz normale SMG, hier so eine MP7, genau. Und hier eine Sniper. Aber ich habe noch dazu eine Drohne. Und damit kann ich jetzt einfach das Gebiet scannen. Zum Beispiel haben wir da ein. Ach nee, das ist ein Zivilist. Da ein. Markiere Ziel, achte auf die Umgebung. Da ist, keine Ahnung, wer das ist. Da ist noch einer. Oh ja, hier müsst ihr aufpassen, da ist das Signal gestört, weil wir zu weit weg sind. Ansonsten sehe ich gerade keinen. Könnte auf dem Kran noch einer sein. Hier drinnen bestimmt noch. Ja. Das macht 5. So. Und dann habe ich zum Beispiel auch so ein Nachtsichtgerät, falls es Nacht ist. Jetzt ist es natürlich hell. Auch so also ein Wärmebild. Brauchen wir beides nicht, weil es ist ja, wie gesagt, sehr hell. Gut, wir haben jetzt eine Menge Soldaten hier. Wir haben auch noch diese Simultanschuss. Den Simultanschuss. Also wir können jetzt hier so ein Ziel auswählen mit Q. Noch eins. Also insgesamt 3, wenn man die im Fertigkeitsbaum upgradet. Habe jetzt hier 3 ausgewählt und Q gedrückt halten. Und da werden einfach die 3 weggeballert von meinen Teammates. Ja, der Simultanschuss ist eigentlich voll geil. So. Also erstmal schalten wir die hier noch aus. Gut, den einen haben wir hier. Das war den gepanzerten. Gut, haben wir. Hier irgendwo, okay, den habe ich gerade nicht entdeckt. Da. Ziel markiert, behalt sein Umfeld im Auge. Okay, alles gesichert, perfekto. Ich bin halt, finde ich, schon sehr krasser Profi in diesem Spiel. Ich hoffe, man merkt es auch. Und jetzt können wir halt die Sache hier untersuchen. Ich habe Hinweise darauf, dass das Kartell Perico ein Haus in einem Dorf namens Todos Santos gebaut hat. Mal sehen, ob er da ist. Irgendjemand hat mich gerade gesehen. Ah, da hinten. Ach, das war ein Informant. Ach, scheiß drauf. Ihr könnt auch hier, so, wenn ihr diese grünen Sachen hier auf der Map seht, zum Beispiel das hier, das sind diese Bane-Vorräte. Und davon gibt es halt 4 Stück und dann halt Upgrade-Punkte, die ihr alle überall finden müsst, damit ihr hier auch
diese Upgrades machen könnt. Und dann könnt ihr so spezielle Rebellen-Missionen absolvieren, damit ihr diese Rebellen-Boni bekommt. Zum Beispiel, dass ihr Verstärkungen rufen könnt, Mörser rufen könnt, Ablenkungen, Aufklärungen und natürlich auch Fahrzeuge rufen. Damit die Rebellen den Nachschub finden. Eigentlich echt geil, muss man ehrlich sagen. So, jetzt haben wir halt eine Mission bekommen, weil ich die aufgedeckt habe. Hier zum Beispiel erreichen Sie DJ Pericos Haus. Statten Sie Pericos Haus in Todos Santos einen Besuch ab. Ist er da, schnappen Sie ihn. Ansonsten durchsuchen Sie das Haus. Genau, unsere gute CIA-Freundin Yo, hier ist eine Waffenkiste. Kate Bowman hat uns gerade gesagt, hier, geh mal dahin. Und hier ist eine Waffenkiste. Das passt gut zu meinen Stiefeln. Genau, ihr findet auch überall Waffenkisten, wo ihr Waffen und Waffenteile bekommt. Also eigentlich ganz simpel zu erklären. Ist ganz einfach dieses Ubisoft-Gedönse. Aber es ist halt viel spannender, weil man hier sich wie so ein wie so eine Spezialeinheit sich fühlt. Gut, ich mache mal einen Cut bis dort hinter und dann spielen wir mal diese kleine Mission. Okay, da sind wir. Da sind die bösen Jungs. Wir landen am besten ein bisschen weiter weg. Nicht, dass die gleich hier sagen, hey, nee, 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 kommst hier nicht her. Okay, ja, unser Teammates, die markieren auch gerne mal ein paar Gegner. Finde ich richtig Position. Geil. Such eine gute Position. So, machen wir erstmal wieder so einen Simultanschuss. Oh, da ist Roger, ein anderer. Ziel erfasst. Verstanden, unterwegs. Was ist denn da los? Ist das eine fette Party? Ich sehe das Ziel. Das Ziel ist weg. Na, der wird hier nicht gefunden. Warte, ich gehe erstmal hier runter. Nämlich einer ist hier noch drin. Kann das Ziel nicht mehr sehen. Roger, Ziel markiert. Einer sieht mich dahinter. Ich sehe einen Scharfschützen. Umgelegt. Gut gemacht. Die haben ihren Amigo gefunden, Mist. Scheiße. Okay, jetzt hat einer eine Leiche gefunden. Ich spiele halt gerade den dritten Schwierigkeitsgrad. Und wenn die zum Beispiel eine Leiche finden, dann bin ich automatisch aufgejagt. Also, ist nicht einfach, dieser Schwierigkeitsgrad, sag ich mal. Aber ich finde viel spannender als der zweite oder der erste. Der Leutnant haut ab! Oh, jetzt kommt zum Beispiel diese Rebellen, die hier auch mitkämpfen. Oh, danke, Rebellen. Ihr seid mal gefallen. Öffne Feuer. So, ich gehe rein mal hier. Oh, schicke Bude. Okay, was soll ich hier machen? Ja, Digga, was sollte ich denn da jetzt machen? Halte durch, ich bin schon da. Genau, das ist auch das Gute. Wenn ich mal tot bin, bin ich nicht endgültig tot, sondern da kommt ein Teammate und heilt mich. Ja. Aber ihr habt auch nur begrenzte Wiederbelebungs... Sucht alles nach Informationen ab. Ihr habt nur begrenzte Wiederbelebungen. Okay. Ab die Fotos. Gefunden. Vielleicht eine Fraktalantenne. Falls Perico diese Fraktalantenne benutzt, hilft die Zeichnung der ISA vielleicht, ihn ausfindig zu machen. Das wird uns aber sehr einen Vorteil geben. Oh, der, was sie für eine Schlagkraft haben. Ich bin richtig gut beim Aimen. Findet ihr auch? Ey, mach die mal ab hier. Hier ist Kriegsgebiet. Digga, wie soll ich da aber auch reagieren, wenn die mit 300.000 Schosse ankommen? Sorry, ich stelle mich gerade übelst an. Scheiße nochmal. So, aber jetzt. Uns da oben ist einer. Oder erstmal den Scharfschützen da oben wegmachen. Der Abstecher kam hier lang. Was tun? Wo ist der Scharfschütze? Den hole ich mir noch. Jetzt gibt's Rache. Okay, wir haben ihn. Alright. Dann werde ich. Alles Paletti? Dann werde ich noch eine Mission aufdecken und dann werden wir auch die noch machen. Also bis gleich.
Er arbeitet jetzt für das Kartell in Pilka in einer Mine. Irgendwie gibt es böses Blut zwischen den beiden. Also vielleicht verrät er den DJ. Wartet, Waffenkiste entdeckt. Also es geht hier irgendwie die ganze Zeit um irgendeinen DJ, den wir hier umlegen müssen. DJ Pericos Ex-Bodyguard arbeitet jetzt in der Pilka-Mine. Schnappen Sie ihn und fragen Sie ihn nach seinem alten Boss. Jetzt müssen wir seinen ehemaligen Leibwächter befragen. Oh, das wird doch einfach. Gut, dann fliegen wir mal schnell hin. Teleportation! Wie krass die Teleportation geht. Gut, wir sind angekommen. So, ich merke, da oben ist bestimmt wieder ein Schütze. Aber ich sehe ihn. Wenn der Kampf losgeht, achtet auf eure Ziele. Wir wissen, dass Pericos Ex-Leibwächter in der Mine arbeitet. Und wir wollen ihn verhören. Lasst ihn am Leben. Verstanden. Zielpersonen am Leben behalten. Okay, da ist er. Wir gehen noch nicht zu ihm hin, sondern wir werden erstmal alles klären. Schnauze. Da unten sind bestimmt auch noch welche. Ja, jetzt müssten wir eigentlich ihn holen können. Ich sehe Pericos Ex-Leibwächter. Reden wir mit ihm. Hallo? Silencio, Magic. Ich sehe einen Kartellleutnant. Ich sehe niemanden. Da drüben, neben dem Container. Okay. Alto, halt! Der Tengase. Arturo Ruiz? DJ Pericos Ex-Leibwächter? Perico, verrecken soll er. Der hat meinen besten Freund erschossen. Ihren Freund erschossen? Nein, Mann. Meinen Hund, mi perro. Die süße Paloma hat niemandem etwas getan. Er hat ihren Hund getötet? Warum das? Ich und unsere puta madre. Perico, dann wollen wir bitte schnell machen, jemand zieht mich. Rauchen. Das Scheißding ist losgegangen und hat Paloma erwischt. Ich hab nachts immer noch Albträume und wache Schweiß gebadet auf. Wollen Sie es Perico heimzahlen? Geben Sie mir seinen Namen und ein Bild von ihm. Mann. Perico heißt Marco Garcia. Fotos habe ich nicht, aber ich hoffe, ihr killt den Motherfucker. Das werden wir. Jetzt muss er aber erstmal raus. Scheiße. Wir haben seinen echten Namen. Gut, Scharfschütze weg. Scheiße, Heli. Ein Heli, los runter. Aber jetzt kommt nämlich der Scheißentdeckung. Ja. Jetzt kommt nämlich der Trick 17. Ich nehme kurz eine andere Waffe. Denn die hat einen Granatenwerfer. Gute Neuigkeiten. Ja, da müsste man auch treffen. Gut, Bowman, die guten Nachrichten. Kannst du bitte die gleich nochmal sagen? Ich musste nämlich kurz wiederbelebt werden, weil ich so scheiße. Gute Neuigkeiten. Dank der gefundenen Pläne und dem Datenscan wissen wir, dass Perico ein einfaches Frequency-Agility-Programm benutzt, um das Signal zu verschlüsseln. Aber um das Signal für Pakataris Rede zu kapern, brauchen wir noch den Code. Richtig. Wir haben genug Daten, um Perico ausfindig zu machen. Statten Sie ihm einen unfreundlichen Besuch ab und holen Sie sich den Code. So viel Aufwand und alles, was wir haben, ist ein 0815-Name wie Marco Garcia. Ach, die ISA macht's möglich. Schick ihnen den Namen und vielleicht liefern sie uns ein Foto, mit dem wir das Arschloch identifizieren können. Bowman schickt Hintergrundinfos zu DJ Perico. Die gute ICA. Und wir bekommen kurz ein Video. DJ Perico, der Papagei. Er träumte davon, ein Mixtape-DJ zu sein. Was eigentlich nur bedeutet, Geld mit den Songs anderer zu verdienen. DJ Perico! Zum Glück für die Musikindustrie hatte das Leben andere Pläne. Straßenjunge mit 13, Crack mit 14. Versuchter Mord mit 15. Bevor er in den Bau musste, floh er nach Mexiko. Er hatte einen Cousin bei Santa Blanca. Durch ihn bekam er einen Job als Sicario, als Profikiller. Wenn die bei Santa Blanca genau hingesehen hätten, wäre ihnen aufgefallen, dass er nichts drauf hat. Ich meine, versuchter Mord. So wie bei den zwei Typen, die er auf den Vordersitzen eines Autos verfehlt hat. Armselig. Es war nur eine Frage der Zeit, bis er jedem im Kartell auf die Nüsse ging und sein Arsch wieder über die Grenze geflogen kam. Allerdings fand El Sueño Gefallen an ihm. Perico war lustig. Er kann keine Pistole abfeuern, aber dafür Worte. Also, guten Morgen, Bolivia! Gab es einen neuen Job. Piratensender. Propaganda über den Aufstieg von Santa Blanca verbreiten. Ein super Tag für Kokain. Aber hey, ist es doch immer. Einen besonderen Gruß an meine Jungs in Pucara, die gerade El Sueños finale Finca bauen. Lasst es aber langsam angehen, okay, Jungs? DJ Perico ist Sueños Papagei. Geben wir ihm was Neues zum Plappern.
Okay, wir haben so ein Plappermaul, das die ganze Zeit nichts kann. Er kann ja wirklich nichts, er kann nicht mal schießen. Aber das Einzige, was er kann, ist Propaganda. Und deswegen sollten wir ihn lieber entsorgen. Wir wissen, wo Perico ist. Schnappen Sie den kleinen Wichser und entlocken Sie ihm seinen Code. Wir verwandeln Radio Santa Blanca in Radio Free Bolivia. Oh ja. Okay. Teleportation. Okay, da sind wir. Kurz mitten im Krieg. Scheiße. Ja, dich. Mann, ich sterbe hier wirklich jede 3 Sekunden. Mann. Egal, dafür macht es trotzdem Spaß. Ich nehme mal doch lieber die SMG wieder, oder? Oder nee, wir bleiben doch bei der. Okay, bin gerade wieder gestorben. Super. So, jetzt komme ich aber wieder. Jetzt schlage ich zurück. Aua. Leider gibt es keine Lebensanzeige, was ich ein bisschen schade finde. Granate, volle Deckung. Ja moin, wie krass kann er denn Granate, Granate Vorsicht. Werfen? Ja, warum hat das Ding so viel Rückstoß? Hier Jungs, man nimmt das mal. Das kann ich den anderen nicht markieren. Ziel erfasst. Ja. Nimm doch die Granate. So. Da ist die Antenne. Perico muss in der Nähe sein. Vergesst nicht, dass wir ihn lebend brauchen. Ist das hier der Perico? Leg dich nicht mit mir an, ich bin bei ihm! Schnauze! Oh, fuck! Na, schlecht aufgelegt? Hey, seh mich an! Seh ich vielleicht aus wie ein Sicario! Ihr müsst mich nicht töten, Mann! Ach, warum nicht? Ich hab noch mein ganzes Leben vor mir! Ich hab noch Träume und sowas! Gib uns einfach den Code zur Hauptsteuerung der Station. Okay. Aber ihr habt's nicht von mir, okay? Also, als Benutzernamen gebt ihr ein BIDIBOM. Dann die von diesem Token erzeugte Zahl. Genieße den Augenblick, Perico. Heute wärst du fast gestorben. Heute habe ich dich verschont. Okay. Klar, du könntest den Code einfach ändern. Aber ich werde dich am Leben lassen. Und du sendest dafür weiter und wartest mit der Änderung, bis mein Kollege Pacatari seine Botschaft abgesetzt hat. Verstanden? Ja, Mann. Ja, der arme DJ. Bowman, wir haben den Code. Aber ich bin nicht sicher, ob wir das Signal hacken können. Das ist mir bewusst. Wir wissen von einem Funkexperten, der Rebellen, den Santa Blanca gefangen hält. Sie müssen ihn befreien. Wir brauchen seine Kenntnisse. Die haben nicht zufällig einen, der frei rumläuft, oder? Nein, und ich habe auch keinen. Bringen Sie ihn zu einem Sammelpunkt. Ich besorge das nötige Gerät, damit sich Pacatari einklinken kann. Verstanden. Alarm hier drin. Scheiß Alarm ausmachen. Ach, verdammt nochmal. Egal. Okay, Leute, was ist erstmal hier mit Ghost Recon Wildlands? Ja, wenn ihr mehr davon haben wollt, können wir gerne mit dem Let's Play anfangen. Aber erstmal. Ich wollte hier runterspringen. Naja. Warte. Aber erstmal. Ciao.